2. Februar 2000. Jesus. Meine Lieben, liebe Söhne der Kinder, meine heiligen, unbefleckten Mutter, ich bin die Liebesflamme. Ich bin die lebendige Liebesflamme der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich bin die Offenbarung der ewigen Liebe der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich bin die Offenbarung der Barmherzigkeit, der ewigen Liebe, der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich bin die wirkliche, sakramentale Gegenwart der ewigen Liebe, der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich bin der verborgene, im allerheiligsten Altarsakrament allzeit unter euch lebende Gott, der ewigen Liebe, der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich bin die verzeihende Barmherzigkeit der ewigen Liebe, der heiligsten Dreifaltigkeit. Ich bin die lebendige Liebesflamme der heiligen Jungfrau Maria, die in ihrem unbefleckten Herzen entfachte Flammen der Liebe. Ich bin die göttliche Offenbarung der Liebe ihres unbefleckten Herzens. Ich bin die überströmende Liebes- und Gnadenflut ihres unbefleckten Herzens. Ich bin die unversiegbare Quelle der Liebe ihres unbefleckten Herzens. Ich bin die Liebesmacht, welche die Verehrung des unbefleckten Herzens fördert. Ich bin die Quelle der Barmherzigkeit, der miterlösenden Macht des unbefleckten Herzens. Ich bin der, der die königliche Herrschaft der Liebe, der heiligen Jungfrau Maria fördert. Sehnt euch reinen Herzens nach dem Ausströmen, nach der Ausbreitung und jede heilige Sehnsucht ist von großer Kraft und Macht. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.